Herzlich willkommen auch auf YouTube zur nächsten Folge unseres Multi-Let's Plays. Bei mir ist wieder der Stefan. Hallo. Und wir haben, ja, Winter, ne? Wie Ja. war ja auch nicht anders zu erwarten, nachdem wir die letzte Folge im Winter ja schon beendet haben. Der Stefan hat sich gerade noch ein paar Grubberaufträge im Dezember gesichert. Ne? Und ja, wir hatten ja ein bisschen Überbevölkerung an der BGA. Ne? Und wir hatten so viele Ballen rumstehen mit Stroh und so. Und ja, da haben wir ein bisschen überlegt und dann habe ich mal ein bisschen was gebaut. Feld 11 ist jetzt etwas kleiner geworden. Dafür haben wir jetzt hier ein Standard Giants Ballen- und Palettenlager. Übrigens an der Stelle mal ein Beschwerde an Giants. Warum kann ich das Ding nicht umbenennen? Ne? Weil das ist nämlich jetzt eigentlich für mich Strohlagerhof. Aber ich kann es nicht umbenennen. Blöd. Aber wir sehen, wir haben 191 Quaderballen Stroh. Halleluja. Hoffentlich reicht das auch bis zur nächsten Ernte. Wir haben natürlich auch die Ballen von hier dort hineingepackt. Und wir haben die Ballen von hier da hineingepackt. Somit haben wir da jetzt ordentlich was drin. Und das ist jetzt unser Hauptstrohlager. Bedeutet, bei der nächsten Strohernte machen wir dieses Lager hier einmal voll. Und das muss dann reichen fürs ganze Jahr. Bin gespannt, wenn wir die ersten Ernteaufträge oder eigenen Erntesachen machen, dann im neuen, wie das aussieht. Ich sehe da unten gerade, Traubenverarbeitung Schritt 2 ist voll. Schritt 2 war das Trauben fermentiert. Ja, Traubensaft ist auch voll. Das heißt, wir schalten die jetzt mal ab und schalten die hier mal ein. Ja, müssen wir. Das läuft, ne? Müssen ein bisschen Traubensaft fahren nachher. So, aber auch für die Maschinen haben wir uns jetzt hier so eine Hörmannhalle hingesetzt. Ich habe verschiedenste Hallen aus dem Modhub und auch aus anderen Quellen probiert. Sah alles nicht schön aus. Ne? Deswegen die teure Hörmannhalle. Und hier haben wir jetzt die großen Maschinen abgestellt. Dass sie so eng beieinander stehen und dass man die eine erst wegfahren muss, bevor man an die andere rankommt, ist nicht so schlimm. Wir brauchen sie im Regelfall ja nur einmal im Jahr. Natürlich haben wir hier, das sieht man jetzt nicht ganz so gut, ich habe sogar ein bisschen Deko gemalt und ein paar Bäumchen gesetzt. Und damit nicht wieder irgendjemand sagt, oh, guck mal, der macht gar keine Deko. Wieso ist dieses Viereck hier ohne Schnee? Keine Ahnung, hier habe ich nichts gemacht. Ne? So, dass wir diesen Eingang hier nutzen können mit Straßenzufahrt. Dann natürlich von hier oben aus durch die beiden Seitentore. Was man jetzt eben nicht sieht, ist hier vorne ist Feld. Also es ist noch was Feld da. Nicht mehr viel, aber es ist noch was da. Das hier ist mähbare Wiese ohne Feld drunter. Da hier Feld ist, ist diese Ausfahrt hier, können wir mal zumachen, nicht angebunden, aber wir haben ja hier auch eine Ausfahrt und die geht hier runter. Das Viereck hat Bodenheizung. Der Pit, der ist gut. Entschuldigung. Sag bloß, du findest das nicht lustig. Ich bin gerade was anderes lustig. Ich grubbere hier gerade ein Feld. Da, wo ich gegrubbert habe, ist der Schnee weg. Wenn ich eine Runde gefahren bin, ist der Schnee wieder da, obwohl es gar nicht schneit. Okay. Sieht auch ganz ulkig aus. Denke ich mir. So. Ja, was haben wir denn sonst noch so Neues? Ah ja, wir haben noch einen neuen Schlepper angeschafft, nämlich einen zweiten Kompakttraktor. Und zwar den Fendt 500 Favorit. Haben wir jetzt noch einen zweiten. Dafür haben wir diesen kleinen Winz Fendt 2 oder Fendt 1, was das war, den haben wir ausgetauscht. Zum einen hat man auch hier wunderbare Sicht durch die Seiten.
Ne? Aber wir haben den ganzen nicht mit dem großen Motor, sondern mit dem kleinen Motor gekauft, also mit dem kleineren, mit dem normalen 515 Motor, weil es soll halt der kleine Hofschlepper sein, mit dem man kleine Sachen erledigt. Sachen durch die Gegend fahren, ein paar Ballen durch die Gegend schubsen, sowas in der Richtung. Allerdings habe ich natürlich wieder mal meine Finger dran gehabt, weil mit Gangschaltung, Giants kann das einfach nicht, ne? Irgendwas mit Lastschaltung und so, der schaltet einfach viel zu langsam. Und dadurch verliert man dann wieder Unmengen an Schwung. Ich habe den jetzt gestern noch in der Nacht- und Nebelaktion umgebaut auf Automatik. Stefan muss mir dann nachher sagen, ob das okay ist so. Ich teste das nachher mal. Ja. Haben wir sonst noch irgendwas seit dem letzten Stream? Ach ja, wir haben da oben noch an den. Ja, genau. Ich sammle jetzt hier erstmal Ziegenmilch ein, weil wir haben ja vor dem Stream noch extra geschlafen. Ja, und die Geschwindigkeit steht relativ hoch. Weil wir wollen natürlich schnell durch den Winter. Wir haben ja im Winter eh nicht sehr, sehr viel zu tun. So, wir haben die Sojabohnen gekauft und in LSFM Big Packs abgefüllt zum Füttern der Hühner. Dann haben wir jetzt hier die befüllbaren Paletten stehen. Da diese aber nicht, wenn man daneben steht, wie bei Paletten, normalen Paletten, in die Schubkarre gefüllt werden können, haben wir die hier auf diese LSFM-Ständer gesetzt. Somit kann man drunter wunderbar rausnehmen. Und somit wird dieser Stall jetzt hier schon ohne Zukauf von Säugerfutter betrieben. Sagen wir mal betrieben. Das müssen wir natürlich hier oben an der Geflügelzucht noch machen. Da steht jetzt hier erst aktuell nur ein Big Pack mit den Sojabohnen. Das haben wir hier schon hingesetzt. Da kommen dann noch zwei Big Packs daneben und da können wir uns dann dieses Futter für die Ställe holen. Das ist schön zentral zwischen den Ställen. So, hier haben wir dann auch noch diesen anderen Ballen- und Palettenmod mit den Containern. Und da haben wir jetzt die Quaderballen für hier oben reingelagert. Auf diese Weise sind das wieder ein paar weniger Objekte, die ständig synchronisiert werden müssen. Allerdings auch hier ein Rüffel an sowohl Giants als auch den Modder hiervon. Das Ding heißt Ballen und Paletten Containerlager. Aber in die Container kann man keine Ballen tun, weil falsche Einstellung in der XML. Das ist dem Modder nicht aufgefallen, als er den Mod gemacht hat. Und Giants nicht aufgefallen beim Testen. Schade eigentlich. Ja, ansonsten das Säugerfutter hier haben wir auch schon aufgebraucht. Hier steht noch ein bisschen was rum. Hier steht noch ein bisschen was rum. Und hier steht noch ein bisschen was rum. Und dann sind wir damit quasi auch durch. Ja, am Hof 2 muss das Ganze natürlich auch noch gemacht werden. Aber eins nach dem anderen, eins nach dem anderen. Hier ist noch Ziegenmilch drin. Wieso hat er aufgehört zu laden? Ach, ich habe hier noch Ah, ich habe eine Füllgrenze drin. ja, Ich denke ja, gerade, ja, hä? ja. Das, Du das ist hast, mir ja, eben passiert. du brauchst das Wasser für 1800 Liter für irgendwo, ne? Ja, Och, ist richtig. das nicht süß, wenn die da oben drauf rumkrabbeln? Daran merkt man FSK 0 Spiel, ne? Die springen einfach auf das Auto, wenn du tatsächlich drüber fährst. Ja, und jetzt heißt es mal gucken, dass wir so schnell wie möglich durch den Tag kommen. Wir könnten schneller spielen, aber Stefan ist ja beschäftigt. Ja, ist nicht mehr so lange.
Aber in 2 Stunden 36 haben wir alle Trauben verarbeitet, die wir dieses Jahr geerntet haben. Zumindest im ersten Schritt. Dann ist der erste Schritt schon mal leer gelaufen. Ja, liebe Zuschauer, jetzt heißt es arbeiten. Mein Schnee ist weg. Ja, meine auch. Gut, dann. Ja, Trauben bedeutet ja, ich muss nur Penta hochfahren, weil da steht ja jetzt kein Schlepper mehr, ne? Ja. Das ist der Nachteil. Alles hat immer Vor- und Nachteile. Ah, jetzt könnte ich den Leuten die Zufahrten zeigen, weil jetzt der Schnee weg ist, ne? Ja. Genau, also einmal haben wir hier eine Zufahrt gemacht. Na, damit man hier auch schön mit dem LKW hochkommt. Und da vorne geht's dann rein. Hier habe ich mit Absicht keine Bäume gepflanzt, weil hier will ich auch das Gras sammeln. Und hier haben wir dann auch die Zufahrt. Schön mit Gravel, wie heißt das noch? Split. Rollsplit. Weil Rollsplit ist was, das würden sich die Leute auch leisten. Das kenne ich hier von solchen Umgestaltungsmaßnahmen, dass man sich das Rollsplit draufpackt. Hey, 10% Rabatt von Morgeneck. Abend, Meier. Habe ich gerade eben gehabt, übersehen. Namen Uwe und Namen Andy habe ich eben schon gelöst. Chat ist ja meistens nicht so aktiv bei uns hier. Wo fahre ich denn hin? Bin ich jetzt eigentlich total Meschugge? Bin ich jetzt quer über die Karte gefahren und bin ganz falsch? Passiert mir auch schon mal. Ja, da hinten sehen wir den Wald, der nur danach schreit, endlich abgeholzt zu werden. Ach, was ist das schön, dass der Verkehr jetzt hier so schön luppig fließt. Ist dir noch mal was aufgefallen? Also mir nicht. Keinerlei Stellen mehr, wo der Verkehr Versicherungsbetrug betreiben will.
Wir müssen überlegen, was wir hier mit dem Kompost machen. Immer noch. Herr, möchtest du was damit machen? Ansonsten wäre ja Verkaufen eigentlich eine coole Idee. Ne? Ich mein, Ich habe noch was nicht willst du geguckt, ob sonst man damit? Kompost verkaufen kann. Ich glaube schon. Kann man. Biogasanlage, gut, das fällt aus, aber Landhandel und Reifeisenmarkt. Reifeisenmarkt sogar für 140 die 1000 Liter. Wie viel liegt da? 42.000 Liter Bioabfall. Wenn wir Ja. den verdichten und kurz zudecken, wird da Kompost raus. Magst du gleich Kompost fahren? Kann ich machen, ja, klar. Warum nicht? Ach, ich mache hier noch dieses unsagbar große Feld fertig. Nur damit ihr wisst, was er meint. So, jetzt passe mal auf. Dodge. Und noch 10% Rabatt von Franziska Müller. So, wenigstens mal einen Auftrag von demjenigen machen können, der die Gerberei hat. So ist bei dem Traktor so, immer wenn ich ganz leicht, ich weiß nicht warum, auf den Rückwärtsgang trete und der erst in den Rückwärtsgang schalten muss, dann fährt er immer erst einen Millimeter vor, statt zurück. Aber hier passt doch viel rein. Das ist schon mal gut. Weil wenn da noch viel Rotwein, auch schon wieder Platz für. Pressen und stabilisieren. Können die jetzt hier mal weitergehen. Oh, das passt ja. Kuhstaller Milch am Kuhstall ist voll, ne? Dann fahre ich jetzt Milch, ne? Ja, ich komme gerade zurück und dann kümmere ich mich um irgendwas anderes. Ja, ich lasse noch ein bisschen Traubensaft laufen und während der läuft, fahre ich schon mal Milch. Na, Basti. Dauert ja auch immer ein bisschen, bis das voll ist hier. Naja, wir haben uns jetzt einen großen Tank fürs Methan geholt. Den fährt man ja nicht so oft. Aber da kann man wenigstens ordentliche Mengen auch wegfahren, auch wenn das Betanken und Abladen ewig dauert. Nein, das ist nicht die Hofbergmann in der Beta, sondern die Beta ist schon vorbei. Das ist die komplette Hofbergmann.
So, aber auf YouTube, das war's schon wieder. Ihr habt gesehen, was es Neues gibt, was jetzt so kommt. Und wir haben jetzt noch eine ganze Menge zu tun. Und was wir zu tun haben, um schnell über den Winter zu kommen, seht ihr in der nächsten Folge. Bis dann und tschüss.